unerträglich. Jo, hallo, grüß euch, das ist euer Verox Ded. Wie geht's euch? Ich möchte euch wieder ein bisschen was Neues erzählen. So, ja, was will ich erzählen? Jetzt habe ich was gehört vom Mückstein, vom Gesundheitsminister. Wer es alle kennen, ist ein toller Hecht, Doktor, Professor Mückstein. Und da habe ich erfahren, aus gut informierten Kreisen, der Mückstein, der war ein Wunderkind. Ja, haben sich alle gewundert, dass ich überhaupt ein Kind geworden ist. Und nein, ich wollte was anderes erzählen. Der Mückstein war ein Wunderkind. Wisst ihr so? Der war mit 3 Jahren schon so gescheit, als was er heute ist. Ja, und da gibt es noch was Spezielles. Der Gesundheitsminister, Professor Dr. Mückstein, wollte einreisen in die Schweiz. Na, und in der Schweiz gehört nicht zur EU. Kontrolle, sind die Zollbeamten gekommen, die Schweizer, Reisepass, Impfnachweis, hat der Mückstein gesagt. Ich habe leider keinen Reisepass mit, Impfnachweis habe ich auch keinen da, aber Sie kennen mich, ich bin der Gesundheitsminister von Österreich, Sie werden mich doch kennen aus der Presse, der beste Gesundheitsminister aller Zeiten. Das wissen wir nicht, ob Sie der sind für dem, was Sie sich ausgeben. Ähnlichkeit haben Sie schon mit denen, das stimmt, aber Sie brauchen als Nachweis einen Reisepass und einen Impfnachweis. Er sagt, da habe ich leider nicht da. Na, dann können Sie doch rumfahren über die Grenze. Jetzt sagt der eine Zollbeamte, erst machen wir es bei ihm so, wie wir es das letzte Mal gemacht haben beim Gavalier, bei dem Sänger. Da haben wir auch nicht gewusst, ist der echt oder nicht der Tag, nichts da gehabt. Den haben wir einfach singen lassen, dann haben wir gewusst, ja, das ist er, gell? Und sagt dann, na gut, okay. Dann sagt er, wenn Sie der Mückstein sind oder Sie geben sie aus für den, machen Sie mal irgendwas, dass wir wissen, dass Sie der sind, für den, was Sie sich ausgeben. Ja, sagt der Mückstein, was soll ich machen? Ich kann ja nichts. Geh los am Fahren, das ist er. Ja, also ich bin mit der Politik nicht ganz einverstanden. Ich glaube, ich war der bessere Bundeskanzler für Österreich oder für Europa gleich. Jetzt bessere Ideen und den Schwan, was die machen, das konnte ich noch toppen. Also ich war sicher besser, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Jetzt habe ich mir gedacht, ich rufe mich an beim Bundespräsident, beim Van der Bellen, der Chef von Österreich, und habe angerufen und gesagt, Herr Van der Bellen, ich möchte Ihnen sagen, ich würde gern Bundeskanzler werden in Österreich. Hat der Van der Bellen gesagt im Telefon, sind Sie verrückt? Sag ich, wieso? Ist das Bedienung bei euch? Einen habe ich noch. Ja, der Friseur ist ein Wahnsinn. Das macht das. Ah, warst du beim Friseur? Ja, ich war beim Friseur, gell? Wie steht mir die Frisur eigentlich? Bist du nicht drauf gekommen, oder? Echt arg. So ist es besser, oder? So ist es besser, ja. Wisst ihr eigentlich den Unterschied zwischen Menschen und Tiere? Also Tiere würden niemals zulassen, dass die Dümmsten das Rudel anführen. Ja, die Politiker, die haben immer gesagt, dass die mehr mit dem Zug und weniger auf der Straße. Und das sind immer so Sprüche, was ja alles eigentlich dann nicht stimmt. Die Politiker selber, die fahren nicht mehr mit dem Zug. Wieso? Und zwar am Bahnhof, die können den Spruch nicht mehr hören. Bitte zurücktreten.